Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid beim Lernsnack. Heute geht es um Nachprüfungen, die stehen jetzt bald an und natürlich wird der eine oder andere von euch da auch betroffen sein. Ich habe heute vier Typen von Leuten, die in die Nachprüfung gehen müssen und die möchte ich euch mal vorstellen. Nummer 1. Ich fange jetzt mal an zu lernen, Typ. Das sind die im Prinzip ja, ganz spät anfangen und sagen entweder, ja, bringt ja eh nichts oder wird schon schief gehen. Da habe ich nicht so gute Hoffnungen, weil im Prinzip heißt es ja, wenn man noch nicht gelernt hat, man kann innerhalb von ein paar Tagen nicht den Stoff von dem Schuljahr aufarbeiten oder nur sehr schwer. Ich denke, wer mit einer 5 in die Nachprüfung geht und dann nicht dafür arbeitet, der hat vielleicht auch ein bisschen selber Schuld. Aber ich drücke euch trotzdem die Daumen. Ja. Nummer 2 ist der Typ, der eher so husch-husch gearbeitet hat. Der hat sich das zwar alles mal angeschaut, aber hat auch nicht so richtig gelernt. Das heißt also, das könnte auch Schwierigkeiten bringen. Das ist natürlich immer besser, wenn man so einen Überblick hat, was einen erwartet. Aber im Endeffekt ist es so, dass man natürlich besser fährt, wenn man die Sachen intensiver bearbeitet hat. Typ Nummer 3. Das ist derjenige, der intensiv gearbeitet hat, der sich also auch dahinter geklemmt hat, der wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag was gemacht hat, der mit jemandem zusammengearbeitet hat, wenn er was nicht verstanden hat, der aber so ein bisschen unsicher immer noch ist. Also der sagt so, ich habe Angst, ich schaffe das nicht. Da müsst ihr ein bisschen mehr Vertrauen haben in das, was ihr getan habt. Also es geht ja nicht darum, dass ihr am Ende durchfallen sollt. Ne? Wir Lehrer, wir wollen ja nicht, dass wir ganz viele Schüler durchfallen lassen. Ganz und gar nicht. Also im Prinzip freuen wir uns, wenn ihr gelernt habt und wenn wir merken, ihr habt was getan, dann sind wir da eigentlich auch recht offen dafür, euch eine bessere Note zu geben, dass ihr das dann halt eben bestehen könnt. Nummer 4 ist derjenige, der sagt so, alles easy, ich schaffe das total und sich vielleicht auch ein bisschen dabei überschätzt. Also der einfach zu sicher ist und sagt, ja, wird schon alles gut gehen, vielleicht auch gelernt hat, aber die Sache halt eben auf die leichte Schulter nimmt, also ein bisschen Stress, Gedanken daran, dass man es nicht schaffen könnte, sind nicht schlecht. Drückt euch die Daumen, dass ihr es schafft, die Nachprüfung, macht euch nicht verrückt. Das waren jetzt die 4 Typen. Welcher Typ werdet ihr am ehesten? Also, seid ihr eher der Typ, der gar nicht erst anfängt, richtig zu lernen oder der Typ, der ein bisschen oberflächlich lernt oder der Typ, der eigentlich gelernt hat, aber unsicher ist oder seid ihr der Typ, der selbstsicher ist und der vielleicht dann auch mal mit Mut zur Lücke lernt und dann aber trotzdem irgendwie relativ erfolgreich damit sein kann, weil ihr einfach dieses Selbstbewusstsein habt und dann in die Prüfung reingeht und sagt so, ey, ich schaff das. Da müsst ihr einfach mal auch für euch ein bisschen von jedem Typ so was mitnehmen. Eigentlich sind alle Typen wichtig und richtig. Ein Typ, der sich zu viel Stress macht, der wird halt eben ganz leicht von seiner eigenen Angst aufgefressen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Angst ist überhaupt kein guter Lehrmeister. Also von daher, ihr solltet ohne Angst in diese Prüfung gehen. Geht hin und sagt, ey, ich habe was getan und ich glaube, dass ich das schaffen werde. Und meine Lehrer, die sind keine Monster, auch wenn ihr das vielleicht denkt. Aber meine Lehrer wollen mir nichts Böses. Und da sitzen immer 3 Lehrer und nicht nur einer. Und die sprechen sich natürlich dann untereinander auch ab. Und man wählt ja in der Regel auch jemanden in die Nachprüfung als Lehrer, wo man denkt, ja, da habe ich zumindest irgendwie eine Chance. Wenn du zum Beispiel Französisch hast und du musst da eine Nachprüfung machen, dann wirst du wahrscheinlich... Ist ja gut. Da wirst du ja wahrscheinlich nicht deinen Französischlehrer wählen. Hoffe ich zumindest. Das wäre ein bisschen unklug. Naja, egal. Ich drücke euch die Daumen für die Nachprüfungen und für den Start des neuen Schuljahres. Drücke ich euch natürlich auch neue Daumen. Da werde ich demnächst auch noch ein Video rausbringen zum Thema. Oh, jetzt fängt der Dame dann, ist ja nicht wahr. Also okay, wird hier laut. Ich bin raus. Bis zum nächsten Lernsnack. Euer Oliver Merz. Ciao.